Moin moin zusammen, ich bin Sarah, herzlich willkommen bei diesem Video. Ich habe wieder eine Ausmalbuchseite gemalt. Die erkennt man jetzt hier nicht ganz so toll, ich blende das lieber ein, das ist einfacher. Und zwar eine Ausmalbuchseite zum Thema Rapunzel diesmal, also ein klassisches Märchen. Hat mir super viel Spaß gemacht, ich habe auch wieder keine Figur gemalt, sondern eine Landschaft, einen Turm und dekorative Elemente, die zeigen sollen, hey, das ist genau dieses Märchen. Ich hoffe, man kann es zumindest erahnen, wenn man es weiß. Und ich schätze, bei den Haarzöpfen am Rand, da wird es zumindest bei den meisten klingeln, die sich mit Märchen auskennen. Das habe ich wieder am Laptop gemacht. Ich werde jetzt hier erstmal zeigen, wie die Coloring-Book-Seite an sich zustande gekommen ist. Als erstes habe ich wieder eine grobe Skizze gemacht auf meinem E-Ink-Tablet. Die ist wirklich nur dafür da, zu gucken, wo kommt was hin, quasi die Planung. Und die habe ich mir dann in relativ durchscheinend hinten unter mein Hauptpapier gelegt und angefangen, die Elemente auszuarbeiten. Das da vorne ist übrigens eine Rapunzelpflanze, also Rapunzel, wer es nicht wissen sollte, das ist ja Feldsalat. Und ich habe online tatsächlich so eine Zeichnung von einer Feldsalatpflanze gefunden mit Blüten. Und die fand ich ziemlich cool, deswegen habe ich die ganz vorne in den Fokus gesetzt. Und genau, es ist quasi eine Pflanze, die vor dem Turm wächst. Und ja, vorne ist ein Teil des Gemäuers zu sehen, ein Stück Baum. Die Haarzöpfe natürlich an den Rändern, die so ein bisschen den Rahmen machen sollen für das komplette Bild. Und ganz im Hintergrund sieht man dann den Rapunzelturm. Mehr ist eigentlich auch nicht los auf dem Bild, es reicht auch, es ist eine Nachtansicht. Hier bei der Mauer habe ich mir mal so ein paar Brushes gegönnt, die schon in Clip Studio Paint da waren. Also die Risse in der Mauer, die fand ich irgendwie ganz cool. Wollte ich gerne mal ausprobieren, darum habe ich die als Pinselspitze benutzt. Der Turm ist relativ weit weg, deswegen auch nicht sonderlich detailreich, aber ich denke, man erkennt ihn. Man sieht, er hat keine Tür, also wirklich Rapunzel-Style. Man kommt nur über Rapunzels Zopf in den Turm. Und das ist meine Skizze. Ich mag es eigentlich ganz gerne. Ich konnte es auch ganz gut ausdrucken. Und jetzt gehen wir mal über in die Koloration. Ich habe mich für Aquarellfarben entschieden, einfach mein kleiner Aquarellkasten. Ich habe noch nicht überall ganz so raus für ausmalbuchmäßige Zeichnungen, wie ich da am besten verfahre mit den Aquarellfarben. Ich habe jetzt einfach erstmal angefangen. Es ist eine Nachtansicht, darum habe ich mit den meisten Farben sehr dunkel gearbeitet. Es soll ja dunkel sein. Ich war mir da bei dem Licht nicht ganz sicher, weil der Mond ist ja da unten hinten. Die Sachen im Vordergrund sind aber eigentlich vorne beim Turm. Ich habe jetzt einfach mich für diffuses Nachtlicht entschieden und keine perfekte Lichtquelle festgesetzt. Aber das sollte schon so passen. Hier habe ich eine Schicht im Hintergrund aufgetragen mit den Intense-Farben. Denn mir war irgendwie klar, also mit Aquarell kriege ich diese große Fläche nicht streifenfrei hin. Dafür habe ich mich dann einfach anders entschieden und gesagt, dann mache ich halt wirklich fleckig und mache das scheckig und durcheinander. Und dann kreiere ich so den Hintergrund. Alternativ wäre hier Gouache gewesen, aber ich wollte mal komplett bei den Wasserfarben bleiben. Und habe einfach einen kleinen Verlauf gemacht. Der Nacht, es geht ja über ins Universum so ein bisschen, das fand ich irgendwie ganz nett. Die Nacht ist einfach so ein bisschen lila, blau, schwarz und unten so ein bisschen mehr türkis, dunkelblau, der Himmel, die Wolken entsprechend grau, nichts wirklich knallig. War mir ganz wichtig, weil das ist ja schon so bunt und so kindlich und ich mag das auch, aber da muss ich jetzt nicht noch alles in extrem pink neon durcheinanderfarben haben. Da habe ich dann so ein bisschen im Rahmen des Knatschbunten mich ein wenig zurückgehalten. Und ja,
einfach ein wenig entspannt beim Kolorieren. Das war's jetzt mit meiner Auszeit. Ich bin fertig. Hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Ich fand schön, dass es so eine Nachtansicht war und alles eher so ein bisschen dunkel ist und nicht so bebam. Also es ist ja halt schon bunt und kindlich, aber trotzdem mal ein bisschen dunkler und einheitlich, dass es auch, ich weiß nicht, alles schön miteinander übergeht und irgendwie ganz gut matcht. Jetzt wieder super viel Spaß gemacht. Papier ist leider wieder so meh. Ich habe mittlerweile noch ein dünneres Papier gefunden, wo der Laserdrucker, also auf diesem dicken Papier, ich weiß nicht, woran das liegt. Ich kenne mich mit Druckern einfach nicht so gut aus. Das druckt zwar ganz gut, ich kann das aber tatsächlich wieder abribbeln, was man bei Laserdruckern ja eigentlich nicht so gut nicht kennt, also ich nicht. Von normalem Druckerpapier kann ich es nicht abribbeln. Aber ich habe ein Kompromisspapier gefunden, das werde ich das nächste Mal ausprobieren. Das ist ein bisschen dünner. Das war jetzt extra, hatte ich mir bestellt, Aquarellpapier, was zwar nicht mega aquarellig ist. Also es funktioniert ganz gut mit Wassermedien in gewissem Maße, daher passte das ganz gut. Ist 200 Gramm dick. Ja, also von der Dicke her und so super, nur leider bröckeln mir da die Outlines öfter mal ab. Aber ja, nach dem perfekten Papier suche ich noch. Hat aber super viel Spaß gemacht. Falls irgendwer Bock drauf haben sollte, unten in der Beschreibung ist ein Link zu den Outlines, falls jemand aus irgendwelchen Gründen noch immer es gerne auch mal kolorieren möchte. Viel Spaß dabei. Falls ihr es hochladen wollt, verlinkt mich gerne auf Instagram. Das wäre ganz nett, dann kann ich es mir angucken. Und ja, hat Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal.